Heute fangen wir das Magazin mal ganz anders an, aus gegebenem Anlass. Und ich habe sogar die Jens Riewer Tagesschau-Moderationsschule besucht. Ich freue mich, euch erzählen zu dürfen, dass Aida Kruses mit dem Blauen Engel den Umweltzeichen der Bundesregierung für das umweltfreundlichste Schiffsdesign von Aida Nova ausgezeichnet wurde. Gemeinsam mit der Meyerwerft in Papenburg haben wir mit Aida Nova das weltweit erste Kreuzfahrtschiff gebaut, das vollständig mit emissionsarmem Flüssiggas LNG betrieben wird. Aber auch mit vielen weiteren technischen Innovationen konnten wir die Jury überzeugen. Bis 2023 werden wir zwei weitere dieser wunderbaren innovativen Kreuzfahrtschiffe in den Dienst stellen. Und jetzt herzlich willkommen zu unserem Reisemagazin mit drei wunderbaren Themen. Ein Ausflug nach Penang, dann das lustige Hafenraten von Aida Bella und Dori malt mit den Kindern. Viel Spaß! Viele von euch wissen ja, dass ich letztes Jahr mit meiner Familie auf Asienreise war, auf Aida Bella. Und das war wirklich ein großartiges Erlebnis, was wir im nächsten Jahr wieder machen werden, weil es wirklich so toll war. Und um euch davon mal was zu zeigen, zeige ich euch jetzt einen Ausflug aus Penang und ich habe euch eine Winkelkatze mitgebracht. Guten Morgen aus Penang. Wir haben uns heute entschlossen, einen Ausflug zu machen auf dem Fahrradtaxi. Hi, welcome to Penang. Wir befinden uns jetzt hier in unserem ersten Stop, das Baba Nyonya Museum, das uns die verschiedenen Einflüsse von der chinesischen und der malaiischen Kultur einmal aufzeigt. The dishes for the colorful one is from a happier time. But when it's something that somebody passed away, they actually use the non-colorful one that is always blue. Nachdem wir uns jetzt die wunderschönen Street-Art-Kunstwerke angesehen haben hier in Georgetown, sind wir jetzt in dem Kokong-Si-Clan-Haus, das von chinesischen Immigranten 1902 gebaut worden ist. Das ist der männliche Löwe und das ist der weibliche. Eine sehr tolle, eindrückliche Tour, vor allem jetzt auch hier der Tempel. Also man kann es kaum glauben, diese filigranen Ornamente, die alle aus einem Stein gehauen wurden. Der Fahrer hat das super hingekriegt, wir waren sehr zufrieden. Wir sind sehr gut durchgekommen mit dem Fahrrad, hat echt Spaß gemacht. Jetzt sind wir wieder zurück am Schiff und genießen den Rest vom Tag noch. Das war Penang. Und wenn wir jetzt an Bord der Aida Bella wären, dann würde danach Göteborg kommen. Und warum das so ist, das seht ihr gleich im lustigen Hafenraten mit Schmitti und einem Gastkünstler. Wirklich ein toller Film. Guck mal. Und zwar am Ende des Wortes, des Ortes, den Buchstaben nehmen wir dann für den nächsten Hafen. Ne? Okay. Irgendein Hafen sein, wo Aida anfällt. Also Kiel, das heißt L. Wo sind wir morgen? In Athos. Nee, wir sind morgen nicht in Athos. Wir sind morgen in... Morgen sind wir in... Lofoten. Leknes sind wir morgen. Nehmen wir das, ne? Leknes. Leknes. Ja, das ist Singapur. So ein bisschen. China Girl, ne? Ja. Nee, Singapur. Singapur. Also auf Deutsch, wenn wir es mal lassen, dann stimmt das mal, R ja. schon. Ja. Was, irgendein Hafen mit R. Riga. Riga. Das ist das hier. Das, jawohl. Ein Hafen mit S. Stockholm. Stockholm. Dancing Queen. Ja, das war's. Reicht ja nicht. So, M. Mit M. Messina.
Messina, dann haben wir schon wieder ein A. Amsterdam. Gerade singen weiße Rosen aus Athen, aber das geht ja irgendwie anders, ne? Ja, bisschen Reggae vielleicht? Wir gehen in das Tulpenlied. Weiße Rosen aus Athen. Ja, so, das ja gerade nicht. Genau. Tulpen aus Amsterdam. So. Ja, das ist sehr gut, das, wunderbar. Was haben wir noch nicht? Malta zum Beispiel. Malta. Malta. Haben wir was von Malta? Selbstverständlich. Ja. Malta ist ein schönes Land. Ja, danke schön, vielen Dank. So, Malta haben wir wieder A. Also wir haben es mit A heute. Athen. Ja. Weiße Rosen aus Athen. Oh, Neapel. Neapel? Ja. Neapel, da, 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 da. Sehr gut, vielen, vielen Dank. So, Neapel, L. Lissabon. Ja, was klar. Portugiesisches? Porto Fado. Ja. Kaschmessen, alles knurrt in dem Haar. Hey, Hamai, mein Haschmusch, kenosse. Fado, de Fado, se hombi. Dankeschön, vielen Dank. Lissabon. Das ist super. Ich habe hier Hilfe aus dem Publikum New York zum Beispiel. Moment, das Publikum gehört mir. Ja, ja, dann mache ich es euch schwer. Dann nehmen wir nochmal Nizza, dann habe ich ein A hinbei, was Neues. In Nizza, da fahre ich mit meinem Flitzer. Und fahre ich dann mal schnell, dann bin ich ganz schön hell. Dankeschön. Ja, sehr gut. Alles alte Schlager aus den 50ern. Genau, also A, einmal A. Akureyri. Was ganz Neues, was Isländisches. Ja, sicher. Natürlich. Was Isländisches. Ja. Das hier. Zum Glück guckt hier kein Isländer zu. So, einmal noch. Was hatten wir? Y, Akureyri. Akureyri. Nee, ist I hin. Ist eigentlich ein I. I, ja. Oh, Ibiza. Ibiza, dann sind wir wieder beim Abschluss. Ibiza, eine Runde Flamenco. Nee, Ibiza habe ich ein österreichisches Lied. Ich bin gut drauf und ich schlaf gern lang. Frühstück fängt bei mir erst mittags an. Der la 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 la. Er hat ihn, ich hab Ibiza. Helmut Samtenschein, meine Damen und Herren. Dankeschön. Apropos Häfen. Postet doch mal eure schönsten Bilder von den Häfen, wo ihr mit uns wart. Hier unten drunter. Da freue ich mich drauf. Und jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Dori war an Bord. Dori ist Gastkünstlerin für die Kinder. Und sie hat eine besondere Technik zum Malen und malt unglaublich süße Bilder. Guck mal hier. La, 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 la. Ich liebe lustige Tierchen zu malen. Und diese Tierchen male ich mit Ölfarben. Und noch mit einer sehr besonderen Zutat, das ist Olivenöl. Ja, wie kam ich zu diesem Olivenöl? Ich bin so ein bisschen leicht allergisch gegen Verdünnungsmittel. Und so kam ich zu Olivenöl und habe ich einmal probiert. Und seitdem bin ich sehr verliebt in dieses Öl. Und nur so kann ich malen und von allem, es klappt so gut. Und deswegen wollte ich das ein bisschen auch die Welt teilen, diese kleine Geheimnis, die ich habe. Am Seetag hatten wir einen Pinguin gemalt und wir waren alle so schmutzig, voller Farbe und voller Olivenöl. Trotz das, wir hatten riesigen Spaß. Aber wir sind hier, um kreativ zu sein, aber auch ein bisschen schmutzig zu werden, oder? Ja, okay, sehr gut. Mir hat das mal richtig arg Spaß gemacht, vor allem mit der Dori, weil sie total nett ist und ja. Die Kinder haben gelernt, wie man eine runde Pinguin malt. Wir müssen mehr realistischer versuchen zu malen und deswegen brauchen wir diese weiße Farbe, um ein bisschen. Für mich jeder Workshop auf AIDA, es ist eine neue Herausforderung, weil jedes Kind sieht meine Tiere sehr unterschiedlich und es ist, als hätte ich jedes Mal alles von neu anzufangen. Und was kann schöner sein? Also jedes Mal etwas Neues zu entdecken. Ich bin einfach glücklich hier. Ich meine, super.
wenn ihr mehr wissen wollt über uns, unsere Reisen, unsere Gastkünstler, dann geht ihr auf www.aida.de oder ins nächste Reisebüro. Und wenn ihr mehr wissen wollt über eine fantastische Reise nach Asien, dann guckt ihr euch die Verlockung der Woche an. Wir starten in Dubai und fahren als erstes nach Muscat. Weiter an der indischen Westküste entlang besuchen wir Mormugao, New Mangalore und Cochin. Es geht weiter zu den Malediven. Die nächsten Häfen sind Colombo und Langkawi. Wir machen noch Halt in Kuala Lumpur und erreichen das Ziel unserer Reise, Singapur. Und zum Schluss wie immer die weltallerschönste Musik mit den tollsten Bildern von Bord unserer Schiffe. Und vergesst nicht, eure Lieblingshäfen hier unten drunter zu posten oder was darüber zu schreiben, damit wir alle mitkriegen, was ihr so alles schon erlebt habt. Viel Spaß! After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. See, stolen from deep inside, the drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting, time after time. If you're lost, you can look and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you, I will be waiting, time after time, time after time, time after time, time after time, time, after time.